Ja, Herr Präsident, ich beziehe mich auf die Wortmeldung, mit der Sie die heutige Sitzung einbegleitet haben. Es ist uns tatsächlich ein Schreiben von Ihnen zugegangen und ich kann Ihnen nur sagen, ich sehe dieses Schreiben, das Sie da an uns geschickt haben, als einen skandalösen Versuch an, die dramatischen Ereignisse in den USA auf Österreich überzulegen und damit einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen in Washington herzustellen mit den friedlichen Demonstrationen von Regierungskritikern in Österreich. Das ist skandalös und eine Grenzüberschreitung, die des Präsidenten des Parlaments unwürdig ist. Stellen Sie einen Antrag zur Geschäftsordnung? Stellen Sie bitte einen Antrag, dann können wir darüber abstimmen lassen. Herr Präsident, und da bin ich auch schon wieder fertig. Wenn Sie das mit dem islamistischen Terror vergleichen, und das haben Sie getan, wissen Sie, der islamistische Terror hat in Wien zugeschlagen, die anderen Ereignisse haben in Washington stattgefunden. Und mich erschüttert das, wenn ich heute in dieses Parlament hineingehe und hier ein größeres Aufgebot an Polizisten sehe, weil Sie offenbar Angst vor der eigenen Bevölkerung haben, als das Parlament zum Schutz gehabt hat zu einem Zeitpunkt. Stellen Sie einen Antrag, bitte. Ich würde sagen, die Geschäftsordnung sieht vor, dass Sie einen Antrag stellen. Dann können wir über den abstimmen lassen. Gibt es noch eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung? Einen Antrag? Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und auch zu Hause, es ist wirklich offensichtlich und dafür danke, Herr Präsident, dass mittlerweile nicht mal mehr Geschäftsordnungsmeldungen hier in diesem Haus möglich sind, ohne dass Sie als Präsident hier parteipolitisch Einfluss nehmen. Das ist wirklich beschämend für dieses Haus.